ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Wundcraft. Und ich verlasse in dieser Folge die Plains, zumindest vorerst. Und mach mich auf den Weg Richtung Olux. Und der Dirtman ist da. Okay, und da kommt gleich hier ein Gegner rein spaziert. So. Also, ich mache mich auf den Weg Richtung Olux. Und ich glaube, wenn ich das auf der Map richtig gesehen habe, muss ich dazu einfach hier dieser Straße folgen. Naja, ich hoffe mal, das ist so einigermaßen die richtige Richtung. Aber das wird schon, die größte Stadt eben oder die größte Ansammlung von Häusern sein im Sumpf. So. Ach, Sumpfoger läuft hier schon rum. Okay, das heißt, wir haben hier auch ein bisschen andere Gegner. Da bin ich mal gespannt. Ja, und ich gehe mal direkt nach Olux, weil mein Inventar ist voll und ich brauche irgendwie einen Händler und einen Identifier und vielleicht auch eine Bank. Okay, die Textur funktioniert gerade mal nicht so wirklich. Defective Washer, okay. Na, und jetzt ist irgendwie gerade ein Lag da gewesen. Oh Mann, geht ja gut los, die Aufnahme. Und da ist der nächste Lag. Eieiei. Und es sind ein bisschen viele Gegner da. Komm, aber ich will den Rücken frei haben. So, der lebt natürlich noch. Und es laggt wieder. Okay, irgendwas passt hier heute nicht. Ach, und hier sind die ganzen Zähne, die ich den Kleinen ausgeschlagen habe. So, der ist... Boah, es ruckelt und laggt und... Ach du liebe Zeit, ich gehe mal hier über die Brücke und guck mir das an. Was sind das hier für kleine Hügel? Die sind sehr merkwürdig. Da oben auch dann irgendwie ein Baum wächst. So, okay, wir sind im Sumpf. Ich halte mich mal hier auf der Straße. Nicht, dass ich hier irgendwo versinke im Sumpf, wer weiß, was mich hier noch erwartet. Sturge. Ich weiß gerade gar nicht, was Sturge heißt. Droppt auch irgendwas? Was ist denn das? Kann ich mir das mal angucken? Ah, Meshed Insect, okay. Na, das ist nicht so spannend. Okay. Naga-Fighter. Ach du liebe Zeit. Das ist... Was seid ihr? Seid ihr irgendwie Schlangenmenschen oder was? Okay. Und die Legs. Oh, das kann so nicht gut gehen. Und es sind viele. Es sind richtig viele. Okay. Der ist so gestorben. Boah, ich muss mal den Server wechseln. Tut mir leid. Das geht so nicht. Das geht so einfach nicht.
So, es sind auch irgendwie nicht viele Server da. Es sind, boah, was, warum haben die heute so viel Lags? Ich verstehe das gar nicht. Das ist echt ein bisschen heavy. Okay, und die Hauptlobby? Ja, vielleicht werde ich gleich rausgeschmissen. Hallo? Oh Mann, das ist eine sehr chaotische Aufnahme. Okay, aber ich habe irgendwie gar keinen Mana, aber ansonsten ist es jetzt vielleicht mal ein bisschen besser. So, jetzt spawnen da die Gegner. Ich hole mir die Kiste und es laggt wieder. So. Ah, ich kann es gar nicht einsammeln. Stimmt, ich hatte jetzt ja da 64 Emeralds weggeschmissen. Eieiei, naja, die werde ich mir im Laufe der Zeit wiederholen. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Ich muss nur mal gucken. Wo muss ich ja eigentlich hin? Und hier laggt's auch. Also irgendwas passt hier heute nicht. Ich war fast geneigt abzubrechen und das irgendwie, ja, nochmal zu verschieben. Naja, eigentlich wollte ich für morgen jetzt aufnehmen. Aber so macht das ja wirklich keinen Spaß. Naja, ich gehe mal weiter und guck mal, ob ich mich irgendwie nach Olux durchschlagen kann. Okay, hier sind immer mal so Löcher drin. Blut auf dem Boden. Eine freundliche Kuh und ein wilder Bulle, okay. Und hier sind Swamp Farmer. Ach, sind das wieder diese Froschmenschen? Ja. Die sind irgendwie lustig. Die machen auch lustige Geräusche. So. Eine kaputte Brücke und schon wieder so ein Loch. Naja, es ist halt hier irgendwie der Sumpf, alles gibt nach. Das ist hier schon ein bisschen eine ungemütliche Gegend. Das ist schon ein bisschen anders als die Plains. Ja, hier sinkt man auch immer mal zwischendurch vielleicht einfach im Boden ein. Da gibt's Getreide. Ja, okay. Schön, schön. Da ist noch ein Pfeil. Ach, und da ist wieder ein Sumpfoger. Uah. Boah, wenn man dann irgendwie rückwärts läuft. Dann fällt man hier manchmal in so ein Loch rein. Zum Glück ist jetzt Tag. Ohne Witz, weil ansonsten. Sag mal, stirbt der auch hier? Ach, der ist Level 60. Warum ist der jetzt so ein hohes Level? Ich meine, noch Olux müsste ich doch gehen können. Ist immer noch nicht tot, ey. Und es laggt weiter. War's das jetzt? Nee, natürlich nicht. Ich muss da raus. Okay, jetzt aber. So, hier ist wieder ein Pfeil in die Richtung. Was wollen mir denn diese Pfeile sagen? Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Oluxgard. Okay, ich scheine da zu sein. Ah, hier. Kroaks Farm. Dafür sind die Pfeile da, okay. Na gut, werde ich mir vielleicht merken. Ach, guck mal hier, Missing. Tainalo, have you seen this peasant? Das ist aber geil gemacht. Ich meine, das ist eine Map. Und irgendwo haben sie das hier so hingepixelt, hingebaut.
Der hat so einen lustigen Schnauzbart. So einen verzwirbelten Schnäuzer. Okay. Wir haben ein bisschen Musik. Wir haben die Einwohner von Olux. Okay. Na, dann suche ich mal hier. Was haben wir denn hier? Ein Scroll Merchant wäre natürlich auch nicht so verkehrt, aber das, da muss ich. Da habe ich nicht so viel Platz mittlerweile im Bankschließfach. Auf jeden Fall kann ich jetzt mal hier. Na super, ich muss erst Platz im Inventar machen. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen dämlich. Na gut, dann schmeiße ich mal die hier raus. Was? Ich will doch hier einen Block of Emerald. Und den gibt er mir nicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Oder ist das wegen der Lags? Kann doch nicht wahr sein. Wie viel Inventarplatz braucht man denn, um das umzutauschen? Das kann doch nicht sein. Da ist auf jeden Fall ein Quest-NPC. Detective Hart, okay. Naja, dann gucke ich erst noch mal ein bisschen weiter. Hier schon wieder. Wie heißt der? Tyrod? Have you seen this peasant? Das ist ein anderer. Cobblestone Merchant, okay. Kann ich bei dem Cobblestone kaufen? Oder verkaufen? Da braucht man einen Schwanz von einer Naga. Verstehe. So, hier gibt's Tränke. Kann ich auch mal schauen, was der für Tränke hat. Okay, aber das sind die gleichen, die ich in Leviga auch schon bekommen habe. Also. Doch, hier 750. Das sind bessere. Moment. Wieso sind die billiger? Das verstehe ich nicht. Also hier Heal 560, 3 Sekunden. Und hier Heal 750, 3 Sekunden. Und das ist aber kostet nur 23 Emeralds. Das verstehe wer will. Vielleicht sind die deshalb hier in Olux ein bisschen ärmlicher als in Leviga, weil die einfach nicht rechnen können. Ich meine, die Bank, die gibt mir nichts. Der hier hat komische Preise. Ein bisschen merkwürdig, dieses Städtchen. Auch wenn es schön gelegen ist. Bin mal gespannt, wie dunkel es jetzt wird in der Nacht. So, ich brauche einen Identifier und ich glaube, hier gibt es auch einen. Gibt es auf jeden Fall Waffen. Und wer fehlt hier noch? Etia. Was ist hier los? Wo sind die ganzen Leute hin verschwunden? So, das sieht aus wie so ein Wachturm. Naja, einfache Leute, die hier Arperi. Mann. Morna. Was ist das denn? Das sind keine Villager. Oder doch? Naja doch, die haben auch eine lange Nase. Also werden es wohl auch Villager sein. So, da hinten geht's irgendwo hin. Aber da ist kein Identifier. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Eieiei. Okay, ich glaube, ich werde hier jetzt echt nur so ein bisschen in der... Da ist ein Identifier. Ich werde hier nur so ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Und
Quest werde ich wegen der Lags dann erstmal nicht anfangen. Okay, der hat aber irgendwie Leviga-Kleidung an. Vielleicht ist der ja gar nicht von hier ursprünglich. Also der hat andere Kleidung an. Die haben hier ja so ganz einfache Kleidung. Naja, halt eine Schürze und so weiter. Interessant. Naja, gut, dann... da muss ich wahrscheinlich dann auch wieder Inventarplatz haben. Eieiei. So, jetzt aber. Also, ich möchte auf jeden Fall diesen Ring hier identifizieren, auch wenn ich den noch nicht verwenden kann. Ist gar nicht mal so teuer. Lied. Okay, da wird einem gleich mal Gesundheit abgezogen. Strength und Vergiftung. Das ist alles? Ah, das ist aber nicht so toll. Ich meine, Vergiftung ist nett, aber... Na, gucken wir mal hier das Halsband an. Ja. Great Charm. 48 Health und 4% XP Bonus. Das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich nix gegen das Generator-Amulett. Denn da habe ich... Okay, da habe ich bei Defense, das ist ein bisschen durcheinander. Spell Damage, Exploding, Spell Damage. Und hier, naja, das ist aber sehr wenig. Muss ich, glaube ich, auch verkaufen. Also überzeugt mich jetzt noch nicht so. Dann gucken wir mal den hier an. Das ist ein Legendary Helm. Boah, die Lags sind so übel. Ach du liebe Zeit, 366 Emeralds. Das ist teuer. Das ist richtig teuer. Wo gibt's denn hier einen Item-Buyer? Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Habe ich auch noch nicht gefunden. Die stehen ja manchmal so ganz komisch in der Gegend rum. Ist das ein Item-Buyer? Das sieht gut aus. Also das Ding hier, das verkaufe ich. Wenn es geht. 42 Emeralds, naja gut. Flawless Jungle Spear. Auch verkauft. Oh, also das tut mir echt leid mit den Lags, aber ich wollte jetzt halt endlich mal nach Olux gehen und... Ach, das ist dieser Diorit Spear. Ah, aber den brauche ich auch nicht. So gut ist der nicht. Ich denke, da werde ich im Laufe der Zeit dann bessere Sachen finden. Gibt es auch nur 19 Emeralds dafür. So, den möchte ich noch identifizieren. Die drei Sachen hier. Und das hier, na, ich weiß auch nicht. So, den Bogen kann ich noch wegtun. Na? Okay. So. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen hin und her laufen. Falls das geht. Ich erstmal den hier. 31 Emeralds, das ist doch zu machen. Capstone. Health 750. Was haben wir hier? Loot Bonus. Okay, man wird langsamer, aber Earth Defense, Strength. Defense, Fire Defense, okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Ah, das ist ja wieder der Legendary. Ich wollte den hier. Huch.
Okay, jetzt komme ich langsam durcheinander. So, jetzt aber. 93 Emeralds, okay. Ja, Legendary ist dann echt richtig teuer. Hallo? So. Recharge. Spell Damage, Mana Steal. Okay, aber Mana Regeneration, das ist natürlich nicht so toll. Viel Spell Damage ist gut. Und viel Health. Ach, du liebe Zeit. Okay. Viel Health. Also wirklich sehr viel Health. Was war denn hier noch? Iron Leggings. Na, die sind ja aber auch nicht so toll. Da sind meine auf jeden Fall besser. Okay. Das ist der falsche. So. Das da kommt weg. 49 Emeralds. Und jetzt muss ich mal gucken in der Bank. Mache ich einfach mal so. Und jetzt will ich noch diesen einen Helm identifizieren. Oh, echt nicht schön. Hier mit den Legs, so. Das ist richtig teuer. Chain Helmet, das war's? Ah, okay, jetzt aber. Hier. Originating from the unspeakable dark land. Looking into the helmet will show nothing but darkness. Wearing it is said to reverse your morality, as if it were draining your will to live into the void. Call of the Void, okay. Minus 10 Agility, das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. 41% Reflection. Health Regeneration, Health Regeneration, 61% Thorns. Alter. Und was heißt minus 10 Lifesteal? Das heißt aber nicht, dass ich dann den Schaden bekomme, oder? Das heißt nur, dass ich einfach den Schaden bei anderen nicht machen kann, hoffe ich zumindest mal. Level Minimum 56, das ist alles. Aber, boah. Hier, Agility, das ist doch... Ach, das ist das hier, okay. Das wäre dann minus 10, da hätte ich dann nur noch 15. Ah. Air Damage, naja, Air Damage brauche ich nicht. Naja, vielleicht wäre der Helm dann für mich gar nicht mal so schlecht. Agility ist zwar nett, weil man halt dann diese... Chance hat, dass man den Schaden komplett abwehrt. Andererseits Reflection, naja, ich weiß nicht, das hebt das vielleicht wieder so ein bisschen auf. Und plus 700 Health ist natürlich nicht so verkehrt. So, ich könnte auch den hier nehmen, den Capstone. Der ist auch nicht schlecht. Plus 2 Strength, plus 4 Defense. Das ist ja für mich als Warrior gerade gut. Also den hier ziehe ich auf jeden Fall mal aus. Der wird dann verkauft. Kann ich mich gerade echt nicht so richtig entscheiden zwischen den beiden. Also der... Huch. So, jetzt aber. Wie sieht denn der aus? Das würde mich jetzt noch interessieren. Der sieht... Wow. Der sieht schon ein bisschen übel aus. Okay, der hat da so ein bisschen braun, ein bisschen blau. Und von... Wow, von hinten. Okay, der hat hinten gar nicht mal so viel Schutz. Da ist ja alles offen. Okay. So, und wie war das? Reverse your morality. Ja, ich fühle mich auch schon viel böser. Ich bin jetzt
Ein böser Junge. Okay. Na gut, dann, ja, damit weiß ich auch noch nichts anzufangen mit dem Ding hier. Level Minimum 62 brauche ich dann vielleicht auch nicht. Ah, keine Ahnung. Na gut, dann war das jetzt hier eine nicht ganz so aufregende Folge. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann hier mit diesen Lags, kann ich einfach nicht spielen. Das heißt, ich warte dann lieber nochmal einen Tag und nehme morgen nochmal auf. Vielleicht haben sie dann hier wieder was geändert oder das Problem gelöst oder vielleicht braucht es auch einfach nur einen Server-Restart, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zugucken und ja, wir sind immerhin schon mal nach Olux gekommen und beim nächsten Mal, da geht es dann endlich mal wieder weiter mit Quests. Also tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.